Hallo du, schön, dass du zu mir gefunden hast. Wenn dir mein Kanal oder meine Videos gefallen, drücke doch bitte den Abonnierknopf, den Like-Button und die Benachrichtigungsglocke, um über neueste Videos von mir informiert zu werden. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallöchen, Popöchen, herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft. Ich von meinen Sonst höre ich mich selber. Jawohl. So, wenn ich richtig laut bin. Okay. Gut. Kann losgehen. Im Hintergrund läuft. Oblivion Music. In der letzten Folge hatten wir dieses lustige Gebilde von Haus gebaut. Was mir ein bisschen zu nah an meinem Baum, mein Farmhaus kommt und so ein bisschen nah an der Kirche steht, aber sehr. Und ja, wir haben uns hier ein kleines Dörfchen gebastelt. Und jetzt habe ich gerade beschlossen, werde ich mal ein Häuschen so hier so in die Ecke basteln. Hier so einfach mal ganz spontan reingeschludert. Könnte das schon passen. Ganz kleines Bibi-Häuschen. Mal gucken, vielleicht kann man ja so ein bisschen machen wie bei der Kirche. Macht man nur, dass man diesmal so ein bisschen mit Raumeinteilung arbeitet. So wie meine Freundin, die hat das ja auch hingekriegt. Dann hat man hier noch einen Durchgang. Hat hier eine Mauerwand. Oh, oh. Ja. Und. Nee, das ist behindert. Dann machen wir hier so ein super sexy. Richtig geilen. Ich wollte gerade sagen Bogen, aber ja, mach mal einen Bogen in Minecraft. Okay, das kommt sowieso dann weg. Oder kann das auch wieder weg. Wir werden hier ein wenig Holzboden machen. Habe ich beschlossen. Sehen. Man hört die Musik so ein bisschen von. Oblivion. What was? What fuck? Hey, what ist das? Macht das? Ja, wir haben gerade Super Talent geguckt. Ne, wie heißt der Scheiß? DSDS hier. Deutschland sucht den Superstar. Wir sind alle so brutal. Und ja. Und da ist jemand weitergekommen, wo wir eigentlich überhaupt nicht gedacht hatten, dass sie erst weiterkommt. Oh, ist ja erstmal Nebensache. Das interessiert jetzt jeden. Mega. God of Energy. Energie. Energie. Wie weit bist du mit deinem Skill? Mit deinem. Okay. Aber mach das mal so, wie ich gesagt hatte, so mit dem Namen dann drüber und dann mit meinem Namen drunter. Ich weiß nicht, was ich mir jetzt hierbei denke, aber kann man ja mal machen. Was ist? Ja, ganz groß über meinen Kopf drüber, so Ostboy-Style. Oder Ostboy-Style. Und dann meinen Namen unten so ein bisschen in die Ecke verschoben. Aber so groß, dass man den auch lesen kann. So, Promotion und so, weißt du? Wer weiß, vielleicht klappt's ja. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber Versuch ist es wert, um zu pushen. Na, Ausbau ist einfach so, keine Ahnung. Warum nicht? Ja, warte, das machen wir mal so. Ach ne, das sieht doch aus. Obwohl, ist halt Mauerwerk. Halt so.
Okay, dann haben wir hier. Sieht doch schon mal ganz nett aus. mache ich hier noch ein Fensterchen und hier noch ein Fensterchen. Das Schäfchen frisst sich auch gerade voll. Ich könnte mal eigentlich so einen Durchbruch machen. Obwohl, nee. Jetzt geht die Statik verloren. Welche Statik? Das ist Minecraft. Minecraft hat keine Physik. Geil, dieses Ding. Okay, was nehmen wir denn dafür noch? Wir nehmen, glaube ich, ein Steinziegeldach. Yeah. Aber warte mal, wir haben die Dächer jetzt einmal so, 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 so. Ich glaube, jetzt mache ich ja wieder dann so eins, wo das Dach dann. Ach du Scheiße, nee, das kann ich nicht machen. Das ist ja dann so brutal hoch. Ich weiß gerade selbst noch nicht so, was ich mir bei dem Ding hier denke, aber ich lass mich selbst überraschen. Ich glaube, wir hatten schon die Musik von Oblivion, aber ist mir egal. Du weißt ja nicht, welche voll. Und außerdem weiß ich nicht, welche Musik zu Minecraft besser passt. Wie die von Zelda Scrolls. Ist nämlich ganz schön abenteuerlustig. Oh, geil. Das Dach geht genau auf. Krasse Sache hier. Da ist ja eigentlich schon wieder hier schon fast Profibau. Jetzt habe ich überlegt, könnte man eigentlich diese Steinziegelgebilde noch ein bisschen höher ziehen? Dass das Ding dann wie so eine Art Turm hat hier hinten. Gibt es ja manche Häuser, habe ich schon ziemlich oft gesehen. Genius. Genius! Zeig mal. Ist noch nicht so gut. Promotion ist on fleek. Oder so. Und ich habe jetzt übrigens rausgefunden, was meine Freundin da versucht zu basteln. Sie versucht ein unterirdisches Hotel. Oder so. Na, ungefähr irgendwie sowas in der Art, meint er. Soll's mal werden. Da dachte ich mir, das ist doch okay. So, okay, jetzt haben wir das hoch. Jetzt haben wir das Dach hier schon mal fertig. Das ist natürlich sehr, 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 sehr gut. Jetzt werde ich erstmal hier schnell den Boden reinballern. Ich weiß aber noch nicht, ob ich jetzt Stufen nehme. Doch, ich glaube, ich nehme Sandsteinstufe. Ich freue mich schon auf den 17. Mai. Wenn das Pool kommt. Oh ja, jetzt habe ich hier gerade richtig die Idee. Passen sie auf. Oh nein, das geht nicht. Ach Mann. Ich dachte, man kann Steine miteinander mischen. Oh, das wäre noch eine Idee, was wir machen könnten. Ach schade. Nein. Man kann nicht verschiedene Steinsorten mischen. Richtig beknackt. Aber ich kann es so machen. Ah ja, so ist geil. Oh, siehst du. Passt ja. Na gut, passt was hier oben nicht, aber easy dann halt so.
So, das ist jetzt dann die erste zweietagige Bude auf der Map. Oh, sieht gut aus. Hier unten mit dem großen Fenster. So, da hau ich die Truhe hin. Die. Achso, die geht ja nur da so. An der Fackel. Und Truhe. So, dann bräuchten wir noch einen Weg nach oben. Könnte man eigentlich so eine Treppe hochbauen? Ist denn so eine Steinziegel wieder? Oder eine Ziegel? Ja, eine Ziegeltreppe. Ich hoffe, dass... Hört man noch davor so bei, Max? Ganz klein, aber wirklich nur ein Hauch, aber so schon geil. So, dass die sich so denken, hä, was steht da? Und dann zoomen die erstmal auf und dann an Klammern und T. Geht dann nicht. Aber ist egal, dann suchen die. Dann suchen sie und dann. Das ist erstmal Nebensache. Oh man. Wird jetzt. Jetzt wird promoted. Okay, nee, ich glaube, ich mache hier einfach eine ganz simple Leiter. Eine Leiter finde ich immer doof. Das ist immer so. So unzeitgemäß. Dann kann man hier noch links hin machen. Oh. Nee, am besten, sondern da unten wieder in die Ecke verschrauben. Sonst kommt die Promotion zu heftig. Dann sehen die, dann will ich nur geiern. Ist so. Au. Okay, jetzt haben wir hier ein wunderschönes Treppchen. Ja, passt ja. So, jetzt. Haben wir hier eine schöne Etage. Können wir auch noch eine Wand drin bauen. Und dann kann man hier durchgucken. Passt. Ja, es passt. Also. Gas. Dass hier was nicht hinhaut. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, glaube ich. Mal kurz gucken. Bisschen irgendwie. Oder ich mache einfach hier so ein normales Kleines. Konkurrieren mit dem anderen, was da auf dem Bild ist. Zum Beispiel, ja. Also nicht provokant sein, so. Nicht, dass ich das dann poste auf den ihrer Pinnwand und dann ist er behindert oder was. Weil ich das gesagt habe. Ja, die sind cool, die Jungs. Ich feier die. So, dann machen wir hier wieder eine super erotische Glaswand hin. Dass man wieder rausgucken kann mit den Augen. Jetzt weiß ich nur noch nicht. Ziehe ich das Dach einfach, glaube ich, hier so rüber. Es könnte ein bisschen komisch aussehen, glaube ich. Ich mache es erstmal hier.
einen Stein setzen. Sieht irgendwie behindert aus. Weiß nicht. Ah ja, so ist, glaube ich, ganz gut. Dann kannst du die Schrift klicken. Dass das einfach nur fetter wird. Weil so ist schon geil. Na Mensch, sieht doch eigentlich ganz nett aus, das Häuschen. Ja, so habe ich auch noch nie ein Haus gebaut hier in Minecraft. Warte mal, kann ich das eigentlich noch hier so rumziehen? Ne, das ist doof. Ah, dann sieht das unten wenigstens ein bisschen einheitlicher aus. Oh, ich ziehe das Dach komplett rum. Mal gucken, wie es aussieht. Jetzt ist meine blöde Stufe weggehauen. Hast mir zugesandt. Ich hab's doch einfach nur hier nach vorne so. Dass das dann halt wie sie abgetreppt aussieht, dann. Das ist eigentlich ganz cool. Gucken wir mal, wie es von oben aussieht. Oh, guck mal, sieht edel aus. Also von drin sieht's geil aus. Kann schon rausglotzen. So, und dann haben wir schon wieder das nächste Häuschen fertig. Mal was ganz anderes hier gebastelt. Sonst die hatte ich wirklich noch nicht. Ist ja auch voll cool, ist von der Seite irgendwie. Ist doch nichts aus. Ein bisschen was Modernes irgendwie. So, also die Ecke haben wir jetzt hier schon mal voll. Also das Terraforming hat sich definitiv gelohnt damals. Sonst hätte ich das jetzt alles nicht dahin basteln können. So, und jetzt werde ich mich dann nach da hinten verdünnisieren und da alles vollbauen. Schickst mir ein Bild, weil ich Chef bin. Weil ich das gesagt habe. Okay. Dann werde ich mal noch ein paar Laternchen basteln. Die habe ich, glaube ich, mit einem Holzklotz. Und hat Zaun gemacht. Und eine Fackel. Wir möchten ja auch hier was sehen, wenn wir hier lang laufen. Machen wir hier einen auf der Ecke. Drei hoch. Sollte eigentlich reichen. So. Dann können wir die nächste hier so hinsetzen. Was das Schöne ist, hier werden jetzt keine Monster mehr spawnen, weil hier jetzt so viel Betrieb ist. Also ich hoffe, dass hier keine Monster mehr spawnen. Ich weiß noch nicht, was ich hier hinter der Kirche machen soll. Das ist irgendwie, das nervt mich ein bisschen. Ich überlege, ob ich das ganze Ding einfach flute und zum See mache. Ja, hat schon was. Könnte man eigentlich gleich mal machen, was ja. Ich glaube, ich kriege das nicht so schön hin. Aber ich versuch's. Weil dann brauche ich den Scheiß nicht später zubauen. Sonst hätte ich mir das jetzt wieder geterraformt.
Und so flute ich das ganze Ding einfach. Oh, das ist geil. Ah, schade. So, Page 1 ist da. Geflutet. Okay. Oh, krass. Schließt sich einfach von selbst hier alles. Es lässt sich ja richtig easy fluten. Ich dachte, es ist voll schwer, aber... Oh, guck mal, schwupp. Jetzt mache ich das. Ich glaube, ich mache das noch ein bisschen tiefer und dann ist krass. Könnte man hier irgendwo im Wasserfall so ein bisschen rausluckern lassen? Oh, guck mal. Bam, bam, bam. Bam, bam. Das ist ja riesig. Boah. Nicht schlecht. Das ist krass. Das ist echt krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so doll wird. Aber es ist heftig. Okay, dann kann ich den eigentlich noch ein bisschen tiefer machen. Das ist mir noch ein bisschen zu hoch. Das finde ich so geil, dass das Ding sich von selbst entschließt. Oh, ist das schön, weil damals war es noch so verbuggt, da musstest du dann jedes Mal irgendwann irgendeinen Block setzen und auf dem Block dann Wasser machen, dass sich die Lücke dann automatisch schließt. Eigentlich könnte man das ruhig noch eine Etage höher machen. Geil. Haben wir schön gemacht. Könnte man eigentlich jetzt Lowstone reinsetzen. So. Jetzt hat man einen beleuchteten Wasserfall. Und dann haut man hier noch ein paar Lampen rein in den Boden. Ja, reicht so die Tiefe war? Oder noch eins tiefer? Und es reicht erst, wenn man mal irgendwo runterfällt, hier gut aufgehoben ist. So, dann würde ich sagen, war es das auch wieder für diese Folge. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und beziehungsweise wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und du siehst, was ich hier mache. Hardcore-Sheeting. Und dann würde ich sagen, wieder schauen, reingehauen. Und ja, hast du noch was zu sagen? Weil ich das gesagt habe. Okay, tschüss.